Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's heute wieder Odo. Mit unserem Let's Play Europa Universalis 4 mit Österreich. Wir haben begonnen, hier die bösen Aggressoren aus Dithmarschen und Hamburg und Bremen wieder ein wenig in ihre Schranken zu weisen. Was dazu geführt hat, dass wir gerade an zwei Kriegen beteiligt sind. Schon Frieder. Gut, wir wollten hier einen neuen Typen einstellen. Und zwar, wenn geht, einen Diplomatic Reputation Menschen. Der kostet uns allerdings 64. Das heißt, wir können erst nächstes Mal uns leisten. Irgendwo rennt hier noch ein Hamburger oder Bremener rum, wenn nicht genau. Und der Dithmarschener rennt hier auch irgendwo rum. Keine Ahnung, wo die sind. Außerdem hat der Protestantismus gerade begonnen. Wir müssen hier Center of Reformation. Ich glaube, diese Centers of Reformation müssen wir möglichst schnell ausrauten. Sonst durchziehen sie unser Land mit dieser widerwärtigen protestantischen Ketzerei. Pommern möchte durch. Hamburg und Lübeck ist okay. Gestatten wir doch glatt. Ah, Kampfzone. Border friction. Across our border there is outrage that we would ally with a nation who holds provinces which are rightfully ours. Perhaps a policy change is in order. Poland's opinion of Austria changed by minus 50. Put a positive spin on things. Minus 25 diplomatic power. Revoke the claim. Na sicher nicht. Has come under the occupation of the Papal States. Ist okay. Warte mal, einen von den Typen müsst ihr noch geben. So, Anführer hierher. Halt in der Zwischenzeit daher. Nein, keine Disease Outbreak. Seid ihr wahnsinnig? Kerle. Ihr sollt die blöden Städte einnehmen, nicht verlieren.
das ist schon besser. Defenders Desert klingt gut. Freunde, macht sie keinen Blödsinn jetzt, oder? Nein, das hat sie da. Passt. Wo ist eigentlich ein Merchant Fleet? Ich brauche auch wieder mal ein Schiff dazu. Was? Ach Gott. Schon wieder ein Typ verloren? Klar. Komm, was der eine tot kommt, schon stirbt der nächste. National Unrest minus 2. Level 3 Advisors. Stability Cost, Inflation Reduction, der ist cool. Yearly Prestige plus 1, nehme ich auch im schlimmsten Fall. Gibt es irgendwelche Minister? Was ist dein Minister? Was kann der? Ein Level 3 Diplomat. Improve Relation. Naja, Improve Relation ist jetzt nicht so wichtig. Das haben wir eh schon recht gut. Ach ja. Wir sollten irgendwie Claims generieren. Aber gegen die Osmanen brauchen wir nicht. Oh, die führen gerade Krieg gegen Serbien. Das gefällt mir aber gar nicht, gar nicht. Das hätte ich auch ganz gern. So, na gut, müssen wir noch mal warten. Ausgezeichnet. Hamburg haben wir. Hamburg, gib uns all dein Geld. So, das bringt uns Prestige, oder?
So ist es schön. Gut, Dietmar können wir auch auseinandernehmen. Außerdem können wir hier jetzt wieder hier die Prestige plus 1. Inflation Reduction, der ist schon sehr cool. Wie viel Plus machen wir jetzt gerade? Ah, naja, gut. Noch nichts auf nächstes Mod. Wie viel Plus machen? Diese 17.000 Mann gehen zurück nach Breda. Bremen, gib mir all dein Geld. Dein Prestige. Ausgezeichnet. So. Jetzt können wir uns hier den Inflation Menschen kaufen. Fallen. Ausgezeichnet, so. Ihr gebt mir bitte auch all euer Geld. Stade wird befreit. Becomes a part of Austria. Nein, ich will nicht, dass das ein part of Austria wird. Nein. Bist du wahnsinnig? Wohlstand und werden wieder frei sein. Dann hätte ich gern War Reparations.
Item Prestige. Na bitte. Das wären 19. So, unten noch ein bisschen Geld. Fein. So, was haben wir da? Marktplätze in Den Haag. Ich frage mich gerade, ob wir unseren Handels, unser Haupthandelszentrum hier in den Norden verlegen sollen. Zum englischen Kanal. Wir könnten unsere unsere Barken daher verlegen. Funktioniert das irgendwie? Kann das irgendwie? Was kann ich nicht ausbauen? DLC habe ich offensichtlich nicht. Straight River Flows, bla 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 bla. Wie kann man sein Trading Center irgendwo hinbauen? You cannot move the capital to this province because it is controlled by an estate. Ah, okay. Weil wir at war. Okay, aber ich will ja eigentlich nicht die Hauptstadt herversetzen, sondern in Wirklichkeit will ich den Handelsdings dahersetzen. Muss meine Hauptstadt hierher versetzen, dass ich hier Haupthandelsdings habe? Ich könnte da natürlich auch sammeln, weil immerhin habe ich da schon diese ganzen Gebiete da quasi in der Not. Und nach Venedig sind wir da schon die Nummer 2, wenn wir hier das Hauptgebiet haben. Wenn wir noch immer nicht Nummer 1 locken, noch lange nicht. Kriegt man die Handelshauptstadt irgendwo hin? Ich mach die Nummer 2. Ich werde zum Sagen. Ich würde ganz gern hier mein Handelszentrum haben. Vielleicht muss ich es irgendwo nachlesen, wo ich das kann. Ob ich das kann, wie ich das kann. Ich würde ganz gern hierher ziehen. Ich glaube, zum englischen Kanal ist nicht schlecht. Wir haben da eigentlich alles, was in den englischen Kanal landet. Wenn wir es dann noch schaffen, dass die Sachen hierher geschippert werden.
Also irgendwie doof, dass wir so fragmentiert sind. Ach ja. Wir sind 3,77 hier. Vielleicht können wir das gar nicht. Na gut, ja. So, schauen wir mal. Wie läuft denn unser Krieg mit Moskau? Eigentlich mies, oder? Wer greift da an? Moskau oder Polen? Die schauen leider total gleich aus. Das ist fürchterlich. Das hast du gut gemacht, Böhmen. Dieses Gebiet zu ziehen, nun zu sterben. Schaut nicht so gut aus eigentlich für die Polen. Ja, aber wir bauen es trotzdem einmal. Irgendwie, wenn wir das schon hinkriegen. Eine zusätzliche Promoted Culture. So. Wäre schön, wenn wir das langsam könnten. Ah, das war supi. Dadurch werden die anderen Forschungen noch schneller. Interessant. Ah. Halt mag mich jetzt. Finde ich gut. Finde ich gut. Zwei Leute, die mich wählen, reichen. Im Normalfall. So, außerdem, wir wollten schauen, ob wir irgendjemanden exkommunizieren können. Ja, Böhmen, das ist super. Moskau, toll. Walachei und Moldawien sind auch orthodox. Du hast nur schlechte Beziehungen zu Leuten, die dich sowieso nicht mögen. Na gut, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Wir beginnen mal bei Frankreich Claims zu gründen. Wieso habe ich ein Minus am Geld? Plötzlich. Kostet das Geld oder wie? Aber ja, klar dürft ihr durch.
oder? Jo, wir haben nur mit Riga Frieden geschlossen. Wo ist Riga überhaupt? Preska? Livonian Order? Dänemark? Ah, da ist Riga. Könnten wir bitte mit dem Teutonischen Orden irgendwie Frieden schließen? Blöder Pole. Wieso das? Hatte ich vielleicht Korruption oder so irgendwas? Keine Ahnung. Nein, euch nicht. Euch mag ich nicht. Ja. Vielleicht sollten wir bei euch auch mal spionieren. Führt hier Krieg. Ostfriesland, Trier, Genua und Gelre. Nö. Ja, ich weiß nicht genau, was klug ist. Ich glaube, wenn man den einen das gibt, gibt man es automatisch auch den anderen. Echt jetzt? Seid ihr wahnsinnig, Böhmen? Nichts Besseres zu tun, als dem wahnsinnigen Polen dort zu helfen. Ah, Gott. Cardinal across the border. Sometimes, bla bla bla. So, das kennen wir schon. Okay. Aber wir kriegen einen neuen Kardinal. Aus Salzburg. Das kostet uns Geld. Und würde uns einen Dings bringen, einen Kredit, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Nehmen wir uns den Spy. Wir werden für heute wieder Schluss machen. Na, Polen wird da ganz schön zusammengeschlagen. Okay, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes.